Du siehst mich nicht. Er hat mich gesehen. Hat er mich gesehen? Hallo. Jetzt klotz weg. Du siehst mich nicht. Danke. Oh, er kommt direkt auf mich zu. Hi. Ich finde dich nicht nett. Ich gehe da mal weiter, ne? Ach ja, die Station ist so schön. So wunderschön. Er läuft weiter, ich hör's. Ah, fuck, er hat mich gesehen, oder? Du kleiner Hurensohn. Wenn ich einfach schnell auflaufen, sind mir irgendwann hinterher. Das ist doch behindert, Mann. Sollte ich ein bisschen schneller laufen vielleicht? Okay, dann gehe ich mal einfach in eine Sackgasse. Oh oh. Not great. Not great, not great. Okay, ich laufe da mal dahinter. Oh, willst du mich verarschen? Ja, ist ja toll, ich weiß. Oh, das ist bitter. Du bist ein kleiner Hurensohn, geh weg. Verpiss dich. So, das erste Mal. Drück doch eh! Sie kommen direkt auf mich zu! Wissen Sie nämlich, wissen Sie genau, dass ich da drin bin? So, jetzt würde ich mal gern wissen, wie ich den Atem anhalten kann. Oder hören die mich überhaupt? Na Gott sei Dank, ihr kleinen Säcke. So, und jetzt verschwindet und geht zu eurer alten Patrouillenmission. Ist sie okay? Nehmen nur diese dämlichen Terminals. Ich bin ein bisschen zu blöd für dieses Spiel. Ja. Was macht ihr für einen scheiß Patrouillengang, Leute? Ich hab doch nicht ewig Zeit. Läuft bei mir. Läuft so richtig. Läuft, 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 läuft. What? Nicht gut. Okay, jetzt habe ich wohl ein bisschen zu viel Lärm gemacht, du kleiner Hurensohn. Okay, ja, 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 jetzt ist so dieser Moment, da sollte ich mich dezent verkrümeln. Ja, nee, ist klar. Ja, genau, geht weg, verpisst euch, komm, lasst mich in Ruhe. Oh nein. Oh oh, er kommt zurück. Ihr Typen seid echt nervig, wisst ihr das? Euch kann man nicht mit einem Headshot töten. Was durchaus realistisch erscheint bei Menschen, die vollgepumpt sind mit irgendeiner Flüssigkeit. Oh ja, okay, ich korrigiere. Menschen. Menschen. Zum Glück ist es nicht bei GTA Online so, wo ich eine Taste drücken muss, ja so, jetzt rede ich im offiziellen Chat und so, ne, da würde ich wahrscheinlich schon lange auffliegen. So, ich warte nochmal so ungefähr 10 bis 20 Sekunden, vielleicht kommen sie ja nochmal. Aber so, wie sich das anhört oder aussieht, hab sie die Schnauze voll von mir, aber spätestens jetzt haben sie es gecheckt.
Oh. Kein Zutritt. Ich hab Zutritt. Gott, warum bin ich nicht gleich hier reingegangen? Bin ja auch manchmal ein bisschen blöd, so. Lass mich rein, du altes Schwein. Lass... Oh, verdammt, ich bin doch blöd. Lass mich rein, du altes Schwein. Lass mich rein, du altes Schwein. Bin ich allein? Oh wei. Administratorrechte gewährt. Juhu, ich bin Admin. Das freut mich jetzt. So, Torrance Ruf. Diane Valaine hier, Captain der Torrance. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Hm. Ja, eigentlich ist es ja genau das, was ich tun sollte. Kann ich wieder was bauen? Vielleicht so ein Kackgeräuschmacher? So wie es der Zufall will, kann ich das Ding sogar bauen. So. Basteln! So, aber ich heb mir diese Kackdinger, glaube ich, eher auf für das Alien. So. Gib mir Herzschrott. So. Irgendwas müssen wir doch hier wieder machen können, nicht, dass es schon wieder so ist wie letztes Mal. So. Na, das haben wir schon. Doch, der Vorgang ist gestattet. Mir ist er gestattet, ich bin Admin. Hier spricht Waits, Colonial Marshal auf der Sevastopol-Station. Wir haben hier ein ernstes Problem. Externe Kommunikationswege sind gestört und wir bitten Sie, ein Notsignal für uns zu senden. Können Sie mich hören? Ich wiederhole, Kommunikation mit der Außenwelt ist nicht möglich und wir benötigen Hilfe. Bitte Abstand halten und Hilfe senden. Ich glaube, ich sollte das Kamerafeed mal ausschalten. Vielleicht bringt's was. Vielleicht kommunizieren diese Bots auch über diese Kamera. So, ihr kleinen Wichser. Ihr düst da unten immer noch rum. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich euch irgendwie zum Stillschweigen bringe, außer dann irgendwie rumzuschleichen. So. Diesmal kletter ich diese Kackleiter herunter. Ha, great, awesome, awesome, so richtig awesome, so. Komischerweise habe ich immer noch hier diese Kacke, also muss ich mich wirklich an den vorbeischleichen in dieses Hauptterminal rein, wo noch mehr solche hässlichen Androiden sind, und die Kacke hacken. Wobei, da hinten geht's ja eigentlich weiter. Aber von da bin ich gekommen. Hm. Ja, blöd. Ah, das ist doch richtig Kacke. Ohne Müll, ohne Dreck, ohne Scheiße. Also da hinten geht es auf jeden Fall nicht weiter. Da waren diese blöden Roboter. Wir sind die Roboter. Bam, 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 bam. Ja, sind die Roboter. Kann ich mich unter dem Tisch verstecken? Ja, kranker Müll. Wir sind die Roboter. Bam, 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 bam. Wir sind die Roboter. Wam, 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 wam. Wir sind die Europa. Oh, Gottes Willen. Oh, was haben wir denn da im Bindemittel? Und mein Inventar ist voll. So, ich habe mich an den Robotern vorbeigeschlichen. So, vielleicht bringt es was, wenn ich zu dieser Fertigungshalle gehe. Ist wahrscheinlich nicht. Ich schleiche mich trotzdem mal weiter, weil vielleicht sind da so viele Hurensöhne drin. Niggas, where are you? Hello? Oh, da ist einer dieser komischen Typen da. Ja, okay, danke. Was lernen wir daraus? Schalte vor einem Let's Play immer dein Handy stumm. So. Krabbeldi-dabbel unter der Tisch-Desk. Oh, vielleicht findet man hier irgendwo einen grünen Bildschirm. Nein. Lalala, vielleicht direkt hier? Nein, da ist ein Schrank. Ach ja, du elender Typ, du Android, du hast jemanden getötet. So, dann kommen wir nicht durch. Da war ich doch vorhin schon, oder?
Bin ich nicht von da gekommen? Ja. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Bin ich denn jetzt wieder... Da ist es. Reaktivieren Sie Samuels, bla. Ja. Bisschen behindert, aber vielleicht bin ich so richtig jung. Er schreibt denn mich die ganze Zeit an, so. Bin ich jetzt richtig? Oh, nee, irgendwie nicht. Also gut, dann wieder zurück. Lass mich durch. Thanks a lot. So. Durch. Thanks a lot. Also, kann man das hier drin auf jeden Fall vergessen? Ach ja. Habe ich zwar hinten was gefunden, aber das bringt mich nicht weiter. Aber hier ist das Missionsziel. Wie behindert ist das? Wahrscheinlich ist es wieder genau vor meiner Schnauze gewesen. Und ich habe sie dann nicht gepeilt. Und ich hätte die ganzen scheiß Wege hier nicht mehr rumgehen müssen. Dann hätte es eigentlich ganz easy brand easy regeln können. Was ist das? Ja, okay. Nein, die sind überhaupt nicht auffällig, diese Töne. Warum nicht gleich so, hä? Aber sowas muss man natürlich alles immer erst finden, damit man weiß, dass es sowas gibt. So, natürlich ist diese Tür wieder für mich gesperrt. Ich habe vorhin ja nicht gucken können, weil er so ein kleiner hässlicher Roboter habe ich. So wie es aussieht, muss ich da rein. Oder? So, letztes Mal war ich auch da hinten, aber das ist ja auch geschlossen. Ach, alles für den Arsch. Ach, Leute. Nicht das Alien vermisst mir den Spielspaß, sondern diese dämlichen... Ja, weiß nicht. Meistens sind es ja meine Fehler, die ich hier mache. So, gehen wir mal wieder durch diesen komischen Schacht. Ach, zurück nach hinten. Mal in diese Richtung. Vielleicht kommen wir da irgendwo hin. Oh, warum nicht gleich... So. Oh, achso. Ja, ich dachte schon. Ja. Hätte ja funktionieren können. Was natürlich noch episch wäre, wenn da jetzt so ein Lüftungsschacht gewesen wäre, der mich nach hinten führt. Ah, ne, da war die Karte. Das ist der Aufzug. Ach, scheiß drauf, ich speichere nochmal. Auch wenn ich nicht wirklich viel geleistet habe in dieser Zeit jetzt. Aber Hauptsache erstmal speichern, ne? So, da geht nichts, da auch nicht. So langsam drückt das Headset ziemlich. Vielleicht ist es doch irgendwie ein Kackraum und ich habe es echt nicht gecheckt. Da ist auf jeden Fall ein Tape. Vielleicht ist es wirklich auf dem Terminal, weil warum hätte ich es denn sonst hacken müssen? Sie, wir sind durch die Explosion beschädigt worden und entfernen uns jetzt aus dem Sevastopol-Raum. Das System wird während unserer Reparaturarbeiten ausgeschaltet bleiben. Ich weiß nicht, wie lange. Hier spricht Waits, Colonial Marshal auf der Sevastopol-Station. Wir haben hier ein ernstes Problem. Externe Kommunikationswege sind gestört und wir bitten Sie, ein Notsignal für uns zu senden. Können Sie mich hören? Ich wiederhole. Kommunikation mit der Außenwelt ist nicht möglich und wir benötigen Hilfe. Bitte Abstand halten und Hilfe senden. Ach Mann. Aber ich bin genau da, wo ich eigentlich hin muss, oder? Oder? So, wie komme ich denn zur nächsten Map? Genau, ja. Hier, Kommunikationszentrum. Aber ich bin hier oben, als muss ich irgendwie da hinten. Ach, wie behindert ist das?